So, hallihallo, Löle, zu einer weiteren Folge von mir in Star Wars Outlaws. So, er läuft hier rum. Meine Zone ist sicher. Und ich muss irgendwie... dahin. Siehst du was? Lex, hilfst du mir mal? Ganz leise, kleiner Freund. Halt das unten, Nix. Überprüf das mal. Jetzt. Du bist erledigt. Dukadu Libri. Bitch, Yoko. Jagarian Yun Crispo. Wakula. Yaba Chikopa Imkalo. Nix, den Hebel. Hey, Kumpel, drück mal den Knopf. Hey, Andy. Du glaubst nicht, was ich gerade im Versteck von Crimson Dawn gefunden habe. Ich habe Gerüchte gehört. Vorsicht, Kay. Hm. Schade, dass die gefälschten Kredits nicht durchgehen werden. Und was jetzt? Ich werde den Pikes einfach sagen, was los ist. So viel zu tun, so viel zu tun. Ich kann hier kaum einen klaren Gedanken fassen. Bislang keine Besonderheit. Das ganze Rumstehen macht mich hungrig. Thank you.
ganz vorsichtig. Keine Sorge, sie ist in Ordnung. Ganz große Überraschung. Die gefälschten Kredits kommen von Crimson Dawn. Die betreiben das Ganze unter dem Deckmantel der Suppenküche. Die hatte ich schon im Verdacht. Danke, Kay. Wir werden sie uns vornehmen und das beenden. Bei uns gibt es immer etwas zu tun. Wiedersehen. Wir rüsten ihr Schiff auf. Hi. Die von Doplanito. Beschubert, du hast gute Bauer. Thank you.
weiß ich zu schätzen. Machen Sie es gut. Für dich sind einige Sachen hier angekommen, Kay. Ist gut. Hey, nicht schlecht.
Bist du bereit? Also, was sind hier die Regeln? Wie gehen wir das an? Du hintergehst Jalen nicht und ich knall dich nicht an. Du bist also mein Aufpasser. Wenn du es so nennen willst, schön. Sliro ist hinter dir her. Da kannst du Schutz gebrauchen. Was ist Sliros Problem? Er hat ein ganzes Syndikat. Was schert ihn ein gestohlenes Schiff? Du bist bei ihm eingebrochen in seinen Tresorraum und du hast sein Schiff gestohlen. Sliro will, dass du und deine Auftraggeber verschwinden. Für immer. Mit meiner Hilfe lebst du vielleicht lang genug, um den Auftrag dieses Mal abzuschließen. Aha. Dann, komm mir nicht in die Quere, ja? Also, los jetzt. Na schön. Wann immer du bereit bist, Kay Vess. Okay, Zelt, um abzuhauen. Dein Hyperantrieb ist offline. Oh, ja, dieser NAV-Computer löst das Problem. Kannst du ihn für mich einbauen? Na schön. Kaum möglich, ohne ihn eine Crew zu rekrutieren. Ach ja, die Crew. Ich kenne einen Droidenschmied auf Akiva. Woher bekommen wir den Rest? Jalen hat eine Liste mit Kontakten dagelassen. Ich habe ihre Koordinaten berechnet. Wenn du deinen eigenen Droidenschmied rekrutieren willst, sag ich ihm das. Ansonsten gibt's da noch einen Schläger, den wir auf Tatooine anheuern können. Und eine Tresorknackerin auf Kijimi. Da würde ich anfangen. Aber die Entscheidung liegt bei dir. So. Scheinbar kann ich gar nichts machen. Also... Im Sinne von wegen, ich kann da jetzt echt nicht hinreisen. Es geht einfach nicht. Reiseziel ändern. So, bevor wir nochmal reingucken, gucken wir nochmal in General. Druidenschmied. Dieses Tresorknackerin oder Dings. Ich würde sagen, wir machen den Druidenschmied, ne? Druidenschmied. Auf Akiva. Dann machen wir einmal zack. Akiva. Lade die Spulen des Hyperantriebs. Überhaupt hin, Alter. Scheinbar ein guter. Auf zu anderen Orten. Ja, plötzlich wird nochmal auf der Flucht verzagt. Bashers Kay auf dem Monte Scharbruch landet. Damit beginnt, in der Unterwelt Einnahmen zu machen. Mit der Zerik Besch, Kopfhörerin Vale auf dem Fersen, hat Kay sich für ein Raumzeug ihres Lebens bei Führung von Jalen Brax gemeldet. Zusammen mit dessen Vollstrecker-Druiden ND5 müssen sie eine Crew zusammenstellen. Kay Vess arbeitet nicht allein. Vor der Gründung von Zerik Besh hat meine Familie Schiffe gebaut. Wusstest du das? Nicht wirklich. Dieses Modell, die EML 850, sie ist unauffällig, praktisch unzerstörbar, perfekt für die Unterwelt. Aber auch sehr teuer. Allein die Durastahl-Panzerung kostet ein Vermögen. Da war ein BX-Kommando. Andere Schiffe
konnten dieselbe Aufgabe viel günstiger erledigen. Ich brauche nur mehr Zeit. Ich nahm dich, weil du eine der besten Jägerinnen im Outer Rim bist. Aber wenn ich dir sage, jemand brach bei mir ein und stahl eine der letzten EML-850 der Galaxis, dann glaubst du, sie arbeitet allein? Weißt du, was aus diesen Schiffen wurde? Zerstört. Umgebaut. Verschrottet. Verstehst du? Ich finde sie. Ich brauche nur... Akiva ist ein guter Ort, um erste Erfahrungen zu sammeln. Ich spreche mal mit meinen Kontakten. Vielleicht hat jemand Arbeit für dich. Ich schließe meine eigenen Kontakte. Wie du meinst. Okay. Wie sieht das hier nicht aus? Imperiale Konsole. Die wäre dann da, ne? Das fand ich jetzt eigentlich schade. Also sprich, dass ich die andere Sache nicht, weil das andere Ding nicht machen konnte. Was war das? Eine Übertragung. Mindestens 20 Zyklen alt. Von wem? Worum geht's? Keine Ahnung. Ohne das Dekodiermodul können wir sie nicht entschlüsseln. Neue Informationen, weitere Übertragung, Journal angucken. Sammle weiter Verschlüsselübertragung. Okay. Dann gehen wir doch mal zum Druidenschmied. Mal gerade dahin. Sternjäger, okay. Ach, Station. Schau mal dahin. Entschuldigung. Nee, der Scheiße. Nicht da jetzt, oder was? So, muss ja schließlich erkunden, ne? Die Agra-Station. Warst du mal dort? Nein. Aber angeblich soll es dort von Piraten wimmeln. Pass auf deine Kredits auf. Mal rein, würde ich sagen. Bevor ich jetzt nämlich da den Druiden, gucken wir das jetzt auf jeden Fall erstmal an.
Bis später, ND5. Gut. Wir haben eine neue Karte. Chatcodes Vermächtnis. Nimm das. Modifizierte Gerät an dich. Hä? ND5, was ist das? Ein Peilsender. Der gehörte wohl mal Jet Cordo, dem ehemaligen Besitzer der Bahnbrecher. Ha, ich dachte, die Bahnbrecher hat Sliro gehört. Du bist nicht die Erste, die dieses Schiff klaut. Hier, da ist eine Holodisk drin. Sieh sie dir an. Hallo, hier spricht Jet Cordo. Es ist bald Zeit für den Auftrag, aber erst müssen wir Vorkehrungen treffen. Das Ding in deinen Händen ist ein Peilsender. Mitglieder der Handelsliga, wie meine Wenigkeit, nutzen sie, um Tresore für ihre Schmuggelware zu finden. Aber ich habe ein paar dieser Tresore vom Netz genommen. Niemand außer uns wird sie je finden. Verlier bloß den Peilsender und die Disks nicht. Wir wollen schließlich nicht, dass jemand anderes sie findet und sich unsere Beute krallt. Ich habe gesprochen. Huch, die ist ausgegangen. Sieht aus, als wäre diese Holodisk auf Toshara kalibriert. Du musst dort das Gerät aktivieren. Es sollte dich zu Jets Tresorraum führen. Hm, na dann. Klingt ja nicht so schwer. Mal sehen, was Jet zurückgelassen hat. Ja, aber das machen wir jetzt nicht, sondern wir müssen ja die Bude hier angucken. So. Sprich. Was hast du gefunden? Suchen Sie nach Schiffsteilen? Ja, mal gucken, was oh, er hat. Hey. Laserkanone. Achso. Ein andermal. Genau. Was hast du gefunden, Nix? Wir haben hier die Aufträge, genau. Was ist mit Ihnen? Interesse an einem guten Geschäft? Was ist mit Ihnen denn los? Ich gehe mal davon aus, dass wir hier eigentlich hätten noch gar nicht hingebraucht. Aber dass wir irgendwann hier mal Action machen dürfen. Komponenten tauschen. Materialien verkaufen. Materialien verkaufen oder Komponenten verkaufen. Freischaltbedingungen prüfen. Material. Heuristischer Prozessor. Dankeschön. So, das hat gekostet. Aha, aha. Okay, hier ist nicht wirklich was los. Die Station wird noch interessant. Okay. Kann ich Ihnen helfen? Was kann ich für Sie tun? Voraussetzung nicht erfüllt. Verkaufen? Bitte beeilen Sie sich. Jetzt echt gehofft, dass man hier was machen kann. Egal.
egal. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu dem Planeten, würde ich sagen. Ich sehe, du bist zurück.